Das ist der Vater, mein Vater im Krieg. Mhm. So war Wilhelm Rosenfeld. Das kann ich dann nicht bei mir aufhängen. Deswegen. Das darf nicht zu sehen sein. Das kann ich so nicht drauf machen wegen diesem Hakenkreuz. Aber wenn er nicht bei der deutschen Wehrmacht gewesen wäre, hätte er nicht die ganzen Leute retten können, die er gerettet hat. Es wird halt im Ort wird das halt sehr stark diskutiert. Immer noch. Immer noch, genau. Es ist ja schon zweimal der Versuch gestartet worden und da habe ich halt dann das mitbekommen, dass man da Vorbehalte hat. Viele sagen den Rosenfeld, die wollen eher damit nichts zu tun haben, weil es vielleicht auch so ein bisschen an die eigene Mitverantwortung in der Familie. Das Buch hat er ja eigentlich immer bei sich getragen, in der Hemdtasche und in der Hosentasche. Und wenn er damit entdeckt wäre, also das hätte sicher seinen Tod bedeutet, da er sich äußert, teilweise wirklich sehr kritisch, auch über Hitler, über die Nazis. Nachher hat er das noch nach Hause nach Thalau geschickt, glaube in einem Wäschepaket. Finde ich absolutes Wunder, dass überhaupt so viele Sachen erhalten sind. Ist Wilhelm Rosenfeld jemand, der es verdient, eine Würdigung durch eine Tafel hier im Ort zu bekommen? Oder ist Wilhelm Rosenfeld ein Nazi, den man gleich in die Nazi-Ecke schieben muss? Warum ist das Thema hier so kontrovers? Das Thema ist so komplex, das scheut viele, sich damit einfach zu befassen. Ja, so plakativ zu sagen, das war ein Nazi. Da mit diesen Begrifflichkeiten kommen wir wirklich nicht weit.